Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch meine Make-up-Jahresfavoriten aus 2022. Ja, das sind die Produkte im Bereich Make-up, die ich im Jahr 2022 am meisten verwendet habe. Ich habe gegen Ende des Jahres schon noch ein paar neue Favoriten entdeckt. Die habe ich jetzt aber extra nicht mit reingepackt, weil ich die erst im Dezember für mich entdeckt habe und die erst weiter ausprobieren möchte, ob meine anfängliche Euphorie da noch wirklich bleibt. Falls dem so ist, dann kommen sie ja in meine Jahresfavoriten von 2023. Aber jetzt in 2022 in diesen Jahresfavoriten sind definitiv nur Produkte drin, die ich das ganze Jahr über in 2022 sehr häufig und sehr gerne benutzt habe. So, und jetzt überlege ich gerade, wie wir am besten anfangen. Ich würde sagen, wir machen mal das in der Reihenfolge, wie ich auch mein Make-up auftrage. Und da fange ich natürlich nach dem Serum und der Feuchtigkeitspflege mit einem Primer an. Und mein allerliebster Primer war der hier von Elemis, der Superfood Glow Priming Moisturizer. Den hatte ich mal in einer Glossybox, glaube ich. Und der ist fast leer, sieht man hier schon. Also den habe ich viel und häufig verwendet. Und den habe ich mir schon nachgekauft, weil ich den unfassbar toll finde. Der hat nämlich Creme und Glanz in einem. Also wenn man den aufträgt, dann schimmert erstmal das ganze Gesicht. Aber es ist gleichzeitig Pflege. Es ist gleichzeitig wirklich ein Moisturizer, so wie es auch draufsteht. Und das gefällt mir daran wahnsinnig gut. Also dass es eben beides in einem ist, sowohl Glow als auch Moisturizer. Und das funktioniert mit jedem meiner Make-up-Favoriten bislang sehr gut. Also es krümelt nicht, es funktioniert wirklich super. Das ist ja ein teureres Produkt, wie alles von Elemis. Aber wie gesagt, ich habe es mir schon nachgekauft, weil ich den wahnsinnig toll finde. So, und dann kommt ja als nächstes Make-up. Das Make-up, was ich für Videos zum Ausgehen, zum Essen gehen, zum Party machen am häufigsten getragen habe, ist das hier von The Ordinary, die Coverage Foundation in der Farbe 1.2P. Und auch hier sieht man, dass die fast leer ist. Und auch die trage ich heute wieder, also sowohl das als auch das habe ich beides heute wieder aufgetragen. Und auch die habe ich mir schon nachgekauft. Weil, also erstens passt der Ton wahnsinnig gut für meine Haut, der Farbton. Es deckt gut ab, aber nicht zu sehr. Die Foundation hält gut, sie lässt sich gut einarbeiten und sie ist günstig. Also ich glaube, das kostet 8 Euro, glaube ich, oder 9 Euro, so in dem Dreh. Und ich muss tatsächlich immer wieder schauen, dass ich das bekomme. Also aktuell ist es zum Beispiel wieder ausverkauft, aber ich habe da immer ein Fläschchen im Backup. Und jetzt werde ich halt wieder warten, bis es irgendwann mal wieder verfügbar ist. Ich kaufe das meistens bei Lookfantastic und wenn es dann wieder verfügbar ist, werde ich wieder ein Fläschchen kaufen, weil die finde ich wirklich toll, diese Foundation. Ich habe auch teurere. Ja, also ich habe auch zum Beispiel die von Estee Lauder, die bekannte, die Double Wear. Aber die verwende ich halt nicht so häufig wie die. Ja, also ich finde die Double Wear auch gut, aber die irgendwie verwende ich die häufiger. Ich kann euch gar nicht sagen, woran es liegt, aber ich habe mich halt dazu entschieden, in dem Video die Produkte zu zeigen, die ich halt wirklich am häufigsten in 2022 verwendet habe. Im Alltag, wenn ich keine Lust habe oder keine Zeit habe, hier mit Primer und Foundation und Schwämmchen zu arbeiten und auch für die Arbeit, dann verwende ich den Weightless Tinted Moisturizer von Flora Mare. Den hatte ich mal in einer Wundertüte. Habe ich wirklich das ganze Jahr 2022 verwendet und der ist erst bis hierhin leer. Also das ist die Flasche und der ist erst bis hierhin leer. Also so ein gutes Drittel.
Da steht drauf, dass er eigentlich nach Anbruch nur 9 Monate verwendbar ist. Aber ja, ganz ehrlich, also solange die Konsistenz noch passt, solange es noch gut riecht, solange meine Haut nicht irgendwie komisch reagiert, verwende ich das einfach weiter. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, habe ich das, weiß nicht, vielleicht 4 Tage die Woche sicherlich verwendet, aber ich brauche wirklich nur einen Pumpstoß. Deswegen ist da halt auch noch so viel Produkt drin. Weil erstens ist das Produkt trotzdem sehr deckend, obwohl es ein Tinted Moisturizer ist, also nur eine getönte Tagescreme. Trotzdem ist es sehr deckend und es ist eine Spur zu dunkel für meinen Hauttyp. Und deswegen nehme ich immer nur eine kleine Menge und verblende das halt dann gut in Richtung Hals noch ein bisschen mit einer Tagescreme, sodass das nicht auffällt, dass es minimal zu dunkel ist. Aber was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass es wirklich super feuchtigkeitsspendend ist. Also meine Haut fühlt sich da gut an den ganzen Tag über und es deckt halt trotzdem wirklich gut ab und macht ein schönes Hautbild. Und ich bekomme auch keine Pickel davon, also das ist ein Produkt, das kann ich gut jeden Tag verwenden. Und mache ich auch, werde ich auch weiterhin verwenden. Und auch davon habe ich glücklicherweise noch ein Backup, weil ich es nochmal in einer Wundertüte hatte im letzten Jahr. So, nach Make-up kommt ja dann Puder. Und da habe ich nach wie vor die 2 Favoriten, die ich euch schon mal gezeigt habe, nämlich einmal mein Puder von Sassy Beauty, das Matte Perfecting Loose Powder. Das hatte ich im Beauty Love Adventskalender in 2021 und seitdem verwende ich das. Und das verwende ich eigentlich immer mit dieser Foundation. Und trotzdem ist da noch wahnsinnig viel drin. Also man sieht irgendwie nicht so gut durch das Glas durch, wie viel eigentlich noch drin ist. Weil ich denke mir die ganze Zeit, demnächst müsste es mal leer gehen und dann muss ich ein anderes verwenden. Weil das habe ich mir nicht nachgekauft, weil ich einfach noch so viel Puder habe aus Beautyboxen, was ich dann erstmal ausprobieren will. Aber das hier gefällt mir wahnsinnig gut und auch das habe ich heute wieder drauf. Das habe ich eigentlich auch immer für Videos drauf gehabt und auch immer zum Weggehen, zum Ausgehen. Weil das wirklich auch schön die Poren minimiert, wirklich bei mir vom Ton her gut passt. Also es ist eher transparent, würde ich sagen, und auch gut hält. Im Alltag und mein All-Time-Favorite seit, keine Ahnung, 15 Jahren, ist nach wie vor von Ellen Beatrix das Loose Powder. Habe ich euch auch schon mehrfach gezeigt. Deswegen sage ich da jetzt nicht so viel dazu, weil ich es schon mehrfach gezeigt habe. Nehme ich in der Farbe Transparent Beige und auch das passt sehr gut zu meinem Hauttyp, hält sehr gut, ist sehr fein, meine Haut mag es gerne. Das ist das Puder, was ich dann so zur Arbeit verwende. Auch tatsächlich über diesem Tinted Moisturizer ab und an mal so auf der Nase. Funktioniert gut. So, dann, ja, Bronzer, Blush, Highlighter. Die Palette, die ich wirklich sehr häufig verwendet habe in 2022, ist diese Face-Palette von Maxime. Ich habe auch die Lidschattenpalette gekauft, aber die verwende ich nicht so häufig. Die Face-Palette allerdings verwende ich sehr häufig und auch alle Töne, die da drin sind. Also, ich muss jetzt hier gerade mal was suchen, um den Spiegel abzudecken. Also alle 4 Töne passen für mich sehr gut. Also sowohl die 2 Blush-Töne als auch die 2 Highlighter-Töne verwende ich sehr häufig. Ist sehr gut im Auftrag. Die Blushes sind sehr stark, also da darf man nur ganz soft reingehen. Aber wenn man das tut, sieht es wahnsinnig schön aus. Und man sieht auch, obwohl ich das so häufig verwendet habe, sind da noch keine coolen drin. Ja? Also ich glaube, von der Palette werde ich sehr, sehr lange Jahre was haben. Und das finde ich schön. Das ist ein wirklich schönes Produkt. Ansonsten verwende ich auch noch gerne als Highlighter meine beiden Ofra Highlighter. Die hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Da habe ich einen kühlen, den Pillow Talk und den Klassiker, den goldenen Rodeo Drive. Den Rodeo Drive habe ich jetzt hier mal mitgenommen fürs Video. Den habe ich heute auch wieder drauf. Also verwende ich auch wirklich sehr häufig. Und da sieht man auch schon ein bisschen, dass ich den wirklich häufig verwende. Das ist meiner Ansicht nach der beste Highlighter, den es gibt auf dem Markt. Also ich habe noch keinen besseren entdeckt. Und das sagen ja auch viele andere
YouTuberInnen, und da kann ich mich nur anschließen. Der lässt sich sehr schön auftragen, ist aber wirklich eher ein stärkerer Highlighter, aber sieht, finde ich, unglaublich schön aus und wird auch nicht fleckig, hält lange. Ist schon teurer, ja, also ich glaube, der kostet 25 Euro oder sowas, also schon teuer, aber ein unfassbar toller Highlighter und ich liebe Highlighter. Das heißt, ich habe viele, ja, und das sind nach wie vor meine Favorites, die von Ofra, die zwei, die ich habe. Als Bronzer benutze ich sehr gerne, und das sieht man auch an dem Produkt, diesen Multi-Bronzer von Love. Den hatte ich mal im Love-Adventskalender, ich glaube auch in 2021, weil den habe ich definitiv im Jahr 2022 von Januar bis Dezember verwendet, und das sieht man auch. Also da ist auch definitiv schon eine Kuhle drin. Und das ist ein sehr softer Bronzer, der passt sehr gut zu meinem Hauttyp. Den habe ich heute auch wieder verwendet. Weil ich bin jetzt nicht so der riesen Bronzer-Fan, das heißt, ich habe nicht so viele Bronzer im Gegensatz zu Highlightern. Aber von denen, die ich habe, verwende ich den am liebsten. Weil auch der wird nicht fleckig. Wie gesagt, die Farbe passt schön. Den möchte ich nicht missen. Den mag ich wahnsinnig gerne. Und ich kann es nur immer wieder sagen, echt schade, dass es Love jetzt dann nicht mehr gibt. So, und mein liebster Blush ist von Magic Finish mein Peachy Rose Saturn Blush. Da sieht man auch, dass ich den schon häufig verwendet habe. Den habe ich heute auch wieder verwendet. Der hat einfach auch so einen Farbton, der wahnsinnig schön für mich ist, der wahnsinnig schön für meinen Hauttyp ist. Lässt sich sehr gut auftragen, wird auch nicht fleckig, verhält sich gut mit Highlightern und Bronzern in Kombination. Ja, also das war mein liebster Blush in 2022, definitiv. Und die Verpackung ist auch echt schön mit diesem Gold. So, das waren Face-Produkte. Dann kommen wir mal zu den Augen. Fangen wir direkt an mit Lidschatten? Ja, komm. Da habe ich jetzt mehrere Produkte dabei, weil ich im Alltag schon andere Dinge verwende als für Videos oder zum Ausgehen. Im Alltag habe ich sehr, sehr oft verwendet und jetzt auch fast aufgebraucht diesen Liquid Eyeshadow von Bella Pierre. Und man sieht hier auch schon, hier, dass der fast leer ist. Also ich glaube, dass der spätestens im Februar in meinem Aufgebraucht-Video landen wird, weil ich jetzt schon da drin rumkratze, um das letzte Produkt noch rauszubekommen. Und das hier kann ich euch auch mal zeigen. Ist einfach wirklich eine sehr schöne goldene Farbe, die sich auch wirklich schön verblenden lässt. Und im Alltag, also wie gesagt für die Arbeit, wenn ich einen dezenten Look brauche, verwende ich wahnsinnig gerne sowas. Weil dann verwende ich auch tatsächlich nichts anderes. Also ich trage mir das dann aufs Lid auf, verblende das ein bisschen mit dem Finger und bin fertig. Das Einzige, was ich da noch verwende, ist im Augeninnenwinkel das hier, meinen Mono-Lidschatten von Catrice. Der ist auch, sieht man deutlich, dass ich den sehr, sehr, sehr häufig verwende. Verwende ich aber auch tatsächlich häufig für Videos, wenn mir ein Highlighter-Ton fehlt für den Augeninnenwinkel. Ja, also den werde ich auch definitiv aufbrauchen, weil das ist eine super Farbe. Ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. Die Farbe ist 010 Look Me in the Eyes und das heißt Liquid Metal, die Reihe. Ja, und das ist, wie gesagt, so ein typischer Alltagslook von mir für die Arbeit. Wenn ich dann für Videos oder zum Ausgehen mich schminke, dann verwende ich meine Lidschattenpaletten. Die Lidschattenpalette, die ich am häufigsten verwendet habe in 2022, ich habe lange überlegt, also es gibt zwei, die ich, glaube ich,
ähnlich häufig verwendet habe. Die eine ist definitiv die hier von Natasha Denona, die Glam Palette. Die habe ich sehr häufig verwendet zum Ausgehen, weil man dazu einfach jedes Outfit kombinieren kann und immer einen schönen Glam-Look für den Abend schminken kann. Ich hatte euch dazu auch schon mal ein separates Video gemacht, in dem ich mit allen Tönen geschminkt habe, also aus meiner Reihe 4 Looks mit einer Palette. Das Video kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Ist eine ganz tolle Palette, auch natürlich teuer, aber wirklich wunderschön, möchte ich nicht missen. Werde ich auch sicherlich in 2023 wahnsinnig häufig verwenden. Dann die Palette, die ich ähnlich häufig verwendet habe, aber die ich halt schon jahrelang sehr häufig verwende, habe ich euch auch schon mal gezeigt, ist meine Anastasia Beverly Hills Sultry Palette, von der rede ich auch oft und man sieht, ja, also ich habe hier schon 3 Pfännchen komplett leer. Das war jetzt nicht in 2022, sondern wie gesagt, die verwende ich schon seit Jahren. Das war meine allererste High-End-Lidschattenpalette. Aber die verwende ich immer noch wahnsinnig häufig. Ich glaube, der nächste Ton, der leer gehen wird, ist hier Cyborg. Weil mit dem und dem grauen Ton Slate und dem Schwarz schminke ich auch wahnsinnig gerne so ein gräuliches Smoky Eye. Den einzigen Ton, den ich nicht verwende, ist Bloom, dieser rötliche. Und wie gesagt, wenn mir in einer Palette Farben fehlen, also zum Beispiel dieses dunkle Braun hier, Dystopia oder das Schwarz, dann nehme ich eigentlich immer diese Palette dazu. Oder auch hier dieses Braun Birch zum Verblenden. Das ist immer so die Palette. Wenn mir Töne in anderen fehlen, dann nehme ich auch immer die. Ich weiß nicht, was ich machen werde, wenn die irgendwann mal leer ist. Weil soweit ich gesehen habe, gibt es die nicht mehr zu kaufen. Also ich habe diese Sultry Palette nicht mehr gesehen. Ich weiß, die Glam Palette gibt es, glaube ich, noch zu kaufen, aber ich glaube, die Sultry nicht mehr. Aber ja, also wann macht man mal eine Lidschattenpalette leer? Und ich glaube, das wird die sein in meinem Leben, die ich definitiv aufbrauchen werde. So, und in die bunte Richtung, was ich sehr häufig verwendet habe, ist meine Nabla Cutie Palette. Zu der hatte ich euch auch schon mal ein Video gemacht. Das ist die hier, die Midnight Palette. Und da schminke ich einfach meinen geliebten blauen Look mit diesen beiden Glitzertönen in Kombination mit diesem dunklen, matten Ton auch wahnsinnig häufig. Also, ja, das war in 2022 meine liebste blaue Palette. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt abgelöst wird in 2023 von meiner neuen Danessa Myricks Lidschattenpalette, weil die auch viele blau-grünliche Töne hat und ich die wahnsinnig toll finde. Aber das wird man sehen. Ja, also was ich dann in 2023 wirklich häufiger verwenden werde, mal schauen. Aber in 2022 war es definitiv die, weil die Danessa Myricks hatte ich mir dann erst gegen Ende des Jahres gekauft. So, und dann habe ich noch eine Lidschattenpalette. Dazu hatte ich euch auch schon ein Video gemacht, und zwar meine Kali Bible Lidschattenpalette von Anastasia Beverly Hills. Und die hat einerseits auch blaue Töne, mit denen ich wahnsinnig gerne auch blaue Looks geschminkt habe hier oben. Aber die steht mit diesen rötlichen Tönen auch für einen Shift in der Art, in der ich mich schminke in 2022. Weil durch diese Videos, die ich für YouTube gemacht habe, habe ich angefangen, rötliche Looks zu schminken. Und diese Palette ist jetzt eine davon, die ich häufiger verwende, wenn ich rötliche Looks schminke. Die andere ist jetzt die neue von Urban Decay. Da kommt dann auch noch ein Video dazu. Aber ja, also in 2022, dank YouTube, also dank meiner Reihe 4 Looks mit einer Palette, in der ich alle Farben einer Palette verwenden möchte, habe ich gelernt, schöne Looks für mich mit Rot zu schminken. Und das habe ich davor nie gemacht. Und dafür steht stellvertretend diese Palette. So, das war es jetzt an Lidschattenpaletten.
Ja, man merkt, ich liebe Lidschattenpaletten. So, weiter geht's mit Kajalstiften. Also, da habe ich jetzt 2 Cupid Arrows von Nabla. Stellvertretend für meine Sammlung an Cupid Arrows von Nabla, weil ich habe da sehr viele Farben mittlerweile, weil das meiner Ansicht nach die besten Kajalstifte sind, die es gibt. Die sind wahnsinnig cremig, halten unfassbar toll. Wenn man die aufträgt, das tut nicht weh am Auge. Also ich finde, viele Kajalstifte sind zu hart, das sind die überhaupt nicht. Trotzdem geben sie sehr gut Farbe ab, sie, wie gesagt, halten sehr gut. Und deswegen habe ich mir von denen auch sehr viele Farben gekauft. Also ich habe noch einen dunkelbraun, ich habe noch einen schwarz, ich habe einen hellblau, ich habe einen khaki. Ja, ich glaube, das war es ungefähr. Aber ja, also die kann ich echt empfehlen. Das sind meiner Ansicht nach, wie gesagt, die besten Kajalstifte. Und ich glaube, das werden sie für mich auch sehr viele Jahre bleiben, weil ich Kajalstifte sonst eigentlich nie mochte. Und das sind jetzt so die einzigen, die ich wirklich, wirklich gerne verwende. Eyeliner, ja, da ist mein Favorit in 2022 leider jetzt schon entsorgt, ja, weil ich den aufgebraucht hatte. Das war der Roller Liner von Benefit. Den hatte ich euch in meinem Best of Aufgebraucht gezeigt. Das Video kann ich euch auch gerne nochmal in der Infobox verlinken. Und aktuell, also seit der aufgebraucht ist, verwende ich jetzt hier von Illa Masca diesen Liquid Eyeliner. Den hatte ich in der Glossy Box November 21 mehrfach. Also den werde ich auch noch, wenn der leer ist, habe ich den noch mehrfach im Backup. Und der heißt einfach nur Liquid Eyeliner. Der ist mit einer festen Spitze. Also der Roller Liner hatte eine flexible Spitze, das ist eine feste Spitze. Ich finde, dass es mit der festen Spitze schwieriger ist zu arbeiten als mit einer flexiblen Spitze. Aber es ist mein persönliches Empfinden. Trotzdem verwende ich den gerne, weil der wirklich, also den habe ich heute auch wieder drauf, ein sehr intensives Schwarz hat, sehr lange und gut hält und durch diese Spitze, durch diese starre Spitze kann man damit auch sehr feine Linien malen. Also man kann einen sehr feinen Ring zeichnen, hat da sehr gut Kontrolle drüber. Deswegen mag ich den auch wirklich gerne und habe die Backups auch behalten aus diesen 4 November 21 Boxen, die ich in den Glossy Box Bundles drin hatte. Weil den werde ich definitiv gerne weiterverwenden. Hält auch erstaunlich lange. Also den verwende ich jetzt auch schon lange und malt immer noch gut. Und was ich euch dazu unbedingt noch sagen wollte, ich hatte an Weihnachten, ich glaube am, war das zweiten Weihnachtsfeiertag oder so, hatten wir ein Familientreffen. Und da hatte ich meine Natasha Denona Palette, die hier, die Glam Palette, in Kombination mit diesem Eyeliner getragen. Und es war so regnerisches Wetter und ich hatte dann meinen Make-up-Look insgesamt, ich glaube, 16 Stunden drauf. Und wir waren draußen, wie gesagt, also es war regnerisches Wetter und ich habe auch keine Zeit gehabt an dem Tag, mein Make-up zu kontrollieren. Ich hatte auch keine Produkte dabei, um es irgendwie nachzuschminken. Und als ich dann am Abend nach Hause kam, also nach 16 Stunden ungefähr, war der Lidschatten komplett verschwunden. Es war aber nicht verschmiert. Das hat mich total gewundert, weil normalerweise bin ich es gewohnt, dass Lidschatten halt dann komplett verschmiert ist. Also, dass man dann aussieht wie ein Panda. Das war aber nicht der Fall. Der war einfach weg, der Lidschatten. Ja? Aber dieser Eyeliner saß immer noch bombenfest. Fand ich total faszinierend. Also, es sah deswegen immer noch gut aus. Ja, weil es sah dann halt so aus, als hätte ich keinen Lidschatten drauf, aber halt nur Eyeliner und Wimperntusche. Mega. Also ich war total glücklich. Also nichts gegen die Palette. Ja, ich verwende hier auch keine Lidschattenbase. Ja, deswegen hätte ich halt wahrscheinlich machen müssen, mache ich halt nur ganz, ganz selten. Und die Palette hält sonst sehr gut. Ja, also wenn ich dann, zum Beispiel zum Tanzen, wenn ich dann eine Lidschattenbase verwende, dann hält die Palette das auch
aus. Ja, also dann der Lidschattenlook, den ich dann trage, der hält das Tanzen dann die Nacht über auch aus. Aber an dem Tag hatte ich halt keine Lidschattenbase verwendet und es war, wie gesagt, total regnerisch draußen, also bestimmt sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und da ist halt dann irgendwann offensichtlich der Lidschatten verschwunden. Aber dieser Eyeliner war immer noch da. Und der Eyeliner war null verschmiert. Der sah immer noch genauso aus, wie als ich ihn aufgetragen hatte. Von daher, dieser Eyeliner, wirklich gutes Produkt, kann ich wirklich empfehlen. Wer den mal in der Box hatte, probiert den mal aus. So, und als Wimperntusche hatte ich euch auch schon gezeigt in meinem Best-of aufgebraucht, die Volume Million Lashes von L'Oreal. Die habe ich letztes Jahr wahnsinnig gerne verwendet, aber die ist jetzt mittlerweile auch schon im Müll. Eine zweite Mascara, die ich wahnsinnig gern verwendet habe letztes Jahr, ist die Monsieur Big von Lancôme. Die hatte ich auch mal in irgendeinem Adventskalender. Die trage ich auch heute wieder. Und das ist auch eine wirklich schöne Mascara, die schönes Bürstchen hat, schön Volumen macht, gut hält. Also kann ich nichts Negatives sagen, aber es ist ja auch Lancôme, also auch entsprechend teuer. Und wahrscheinlich selber hätte ich sie mir nicht gekauft. Ja, also wie gesagt, ich bin froh, dass ich das in einem Adventskalender hatte, dass ich dieses Produkt probieren durfte. Und es hält auch schon sehr lange. Also ist sehr ergiebig. Aber wenn ich mir eine Mascara kaufen müsste, würde ich die Volume Million Lashes kaufen. Einfach wegen dem geringeren Preis. Ja? So. Dann Augenbrauen. Das Augenbrauengel, was ich in 2022 am meisten benutzt habe, war das hier von Kryolan, das ich auch aus der Glossybox hatte. Das habe ich in 2022 auch leer gemacht und das ist jetzt schon die neue Verpackung, die ich seitdem wieder in Anwendung habe. Also ich hatte das mehrfach in Glossyboxen und deswegen habe ich das direkt wieder aufgemacht. Also das habe ich auch heute wieder drauf. Das hat ein sehr breites Bürstchen, was für meine Augenbrauen aber sehr gut geeignet ist, weil ich eher volle Augenbrauen habe. Es hält meine Augenbrauen echt fest. Also ich habe da nichts dran auszusetzen. Es ist ein wirklich gutes Augenbrauengel, finde ich. Augenbrauenstift habe ich nicht mit dabei, weil da verwende ich nach wie vor den ich euch schon mal in meinen Make-up-Favoriten gezeigt hatte, den von Rimmel London, den ich mir irgendwann mal gekauft hatte. Es ist so einer zum Anspitzen, der reicht halt bei mir schon seit Jahren gut. Und ich probiere zwar immer wieder andere aus, aber komme dann immer wieder zurück von dem von Rimmel, weil der einfach von der Farbe her, also den habe ich heute auch wieder drauf, irgendwie am besten passt und ich mit dem Härtegrad am besten klarkomme. Aber den kann ich mir nicht mehr nachkaufen. Also probiere ich da gerade andere Produkte aus. Mal schauen, ob ich in 2023 da einen Nachfolger finde, weil mittlerweile ist er auch so klein. Also bald wird der Stift von Rimmel aufgebraucht sein. So, dann kommen wir zu den Lippen. Da habe ich jetzt auch 4 Produkte. Als erstes mal für den Alltag. Für den Alltag verwende ich wahnsinnig gerne Lippenstifte von L'Oreal. Dafür steht jetzt der hier. Das ist jetzt einfach so eine rosane Farbe. Rose Tendre 303. Es ist, sowas habe ich halt zum Beispiel in der Handtasche während der Arbeit. Weil da muss ich auch nicht so genau aufpassen, wo ich das hinschmiere, weil es halt nicht so farbintensiv ist. Ja, also da brauche ich auch keinen Spiegel. Und es pflegt schön, das ist mir immer wichtig bei Lippenstiften, weil ich sehr trockene Lippen habe. Und wie gesagt, L'Oreal Lippenstifte, habe ich auch schon mehrfach gesagt, kann ich wirklich empfehlen, benutze ich seit Jahren. Die zweiten, die ich sehr gerne für die Arbeit verwende, sind meine Lippenstifte von Love. Da hatte ich ja letztes Jahr auch einen aufgebraucht in der Farbe Mora's Blushed Mauve. Der ist mittlerweile aber auch schon im Müll. Und jetzt habe ich als Vertreter hier die Farbe 502 Marianas Chestnut. Den hatte ich auch mal in dem Love Adventskalender. So ein bräunlicher Ton. Verwende ich tatsächlich auch für die Arbeit, weil der ist nicht so krass, wie er hier aussieht. Also kann man wirklich auch dezent tragen. Und diese Lippenstifte von Love mag ich auch wahnsinnig gerne, weil die einfach auch sehr pflegend sind. Sehr farbintensiv, aber sehr pflegend. So, und dann wieder für
Videos und zum Ausgehen. Da habe ich lange überlegt, weil ich wirklich viele Lippenprodukte habe. Ich verwende auch viel die Liquid Lipsticks von Jeffree Star, weil da habe ich sehr viele und die vertrage ich sehr gut, aber die wollte ich nicht zeigen, weil ja, Jeffree Star kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal ein bisschen einzulesen zur Person. Und deswegen habe ich die jetzt nicht mit in mein Video gepackt, aber dafür zwei andere, die ich auch wirklich sehr häufig in 2022 verwendet habe. Und zwar einmal ist das hier dieser Liquid Lipstick von Mellow. Von der Marke habe ich nichts anderes, da habe ich nur diesen Liquid Lipstick in der Farbe Auckland. Der ist aber wirklich toll. Den trage ich so oft und sehr oft, wenn ich den trage, werde ich dann darauf angesprochen beim Essen, also wenn ich essen gehe mit Freunden, oh, dein Lippenstift hält dir das Essen aus, und das ist eigentlich immer der. Das ist auch ein wunderschöner Ton, weil der so eine Nude-Farbe hat und damit auch zu krasseren Augenlooks passt. Also wenn ich meine blauen Augenlooks schminke, nehme ich fast immer den. Ganz toller Liquid Lipstick. Und wenn ich rötliche Augenlooks schminke, oder dezente, dann nehme ich wahnsinnig gerne diesen Liquid Lipstick von Elikia Beauty. Den hatte ich auch mal in der Glossy Box. Und der hat so eine unglaublich schöne kirschrote Farbe. Hatte ich auch schon häufiger in Videos drauf. Der ist nicht so deckend, also der ist eher ein bisschen sheer. Aber sieht wahnsinnig toll aus, also trotzdem. Und hält auch wirklich gut auf den Lippen. Die Lippen fühlen sich gut an, also es ist irgendwie auch Pflege mit drin. Es ist nicht austrocknend. Und das ist mein liebster Rotton, den ich habe. Und deswegen habe ich mir den jetzt tatsächlich auf eBay nachgekauft. Weil den habe ich so oft verwendet, dass der jetzt auch wirklich schon es sich dem Ende neigt, und den wollte ich unbedingt nochmal haben. Und dann habe ich halt geguckt, ja, wo kriege ich den her? Und dann habe ich ihn zum Glück auf eBay gefunden. Das ist meiner Ansicht nach ein wirklich toller Lippenstift. So, und dann habe ich nur noch zwei Fixing Sprays. Und zwar einmal hier mein Fixing Spray von Love. Das Make-up Fixing Spray Vegan Silk. Das ist jetzt auch fast leer. Das habe ich wahnsinnig häufig verwendet. Auch heute habe ich das wieder drauf. Das spannt nicht, das hält trotzdem das Make-up gut. Der Sprühnebel ist total fein. Es fühlt sich toll an, das aufzusprühen. Es macht keine Pickel bei mir. Also das mochte ich wahnsinnig gerne. Ist jetzt auch fast leer. Ja, wie gesagt, ich war ein Fan von Love. Und wenn es dann mal zum Tanzen geht und ich denke, ich brauche was Stärkeres als das, ja, etwas, was noch besser fixiert, dann nehme ich auch von Urban Decay den All-Nighter. Also das ist ja auch so ein Klassiker. Der spannt bei mir aber ein bisschen auf der Haut. Und deswegen verwende ich den tatsächlich nur zum Ausgehen. Also zum Essen gehen und für Videos nehme ich eigentlich immer das von Love. Und im Alltag, ehrlich gesagt, nehme ich keins. Ja, also für die Arbeit nehme ich keins. So, und jetzt ist mein Körbchen leer. Und das heißt, das waren meine Make-up-Favoriten für das Jahr 2022. Wenn ihr irgendeines dieser Produkte auch kennt und gerne mögt, dann schreibt mir doch gerne einen lieben Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und als nächstes möchte ich nochmal mir Gedanken machen, ob ich noch ein Video zu meinen Jahresfavoriten im Bereich Pflege zusammenbekomme. Da muss ich dann nochmal durch mein Bad gehen und schauen, ob ich da genügend Produkte finde. Falls ja, wird es zu dem Bereich auch nochmal ein Video geben. Und falls nein, halt nicht. Aber habe ich mir eigentlich vorgenommen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!